In den kommenden 15 Minuten erfährst du alles über Altersvorsorge, was du wissen musst, um das Thema endlich von deiner To-Do-Liste zu streichen. Auch wenn du aktuell gar keinen Plan hast, wo du anfangen sollst. Ganz wichtig vorab, wir sind keine Finanzdienstleister und werden dir keine Vorsorgeprodukte oder Ähnliches verkaufen, sondern wir stellen ausschließlich unabhängiges Wissen zur Verfügung. Außerdem machen wir alles, was wir gleich vermitteln werden, seit Jahren genauso auch selbst. Also los geht's. Schauen wir jetzt erstmal ganz grundlegend auf die Frage, warum brauche ich denn überhaupt eine private Altersvorsorge? Dafür gibt es ja viele verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund wird sein, dass die Rente schlichtweg nicht reichen wird. Das ist ein alter Hut, aber die gesetzliche Rente stellt für Jüngere kaum mehr als eine Grundversorgung dar. Eine zusätzliche private Altersvorsorge ist deshalb wichtig. Was bedeutet das jetzt konkret? Unsere Generation, die wird vermutlich mit 40% vom letzten Nettogehalt an gesetzlicher Rente auskommen müssen. Dann fehlen uns also 60% im Vergleich zum Erwerbsleben. Ja, 60%, das ist verdammt viel. Also da sollte man ein bisschen Kohle für die Rente angespart haben. Es gibt aber auch andere Gründe, die für einen eigenen Vermögensaufbau so ganz generell sprechen. Ich will vielleicht einfach nicht darauf angewiesen sein, im hohen Alter noch Geld zu verdienen, sondern mehr Sachen machen, die Spaß machen oder schlichtweg meine Arbeitszeit reduzieren können. Gut, wir wissen alle, dass wir was machen müssen, aber warum stecken so viele von uns immer wieder den Kopf in den Sand und machen nichts für ihre Altersvorsorge? Dazu habe ich mal ein Zitat mitgebracht, was die Lage einfach super beschreibt. Wenn es um Geldanlage geht, dann fehlt den Deutschen Maß und Mitte und häufig auch das nötige Interesse. Sie lesen 5 Testhefte, um einen Toaster zu kaufen. Wenn es dagegen um eine zusätzliche Altersvorsorge im Wert von mehreren 10.000 Euro geht, verlassen Sie sich lieber auf den Staat oder die Finanzindustrie, auch wenn Sie ahnen, dass Sie dabei bevormundet oder abgezockt werden. Puh. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht erkennst du dich da ja so ein bisschen wieder. Ich habe mich da auf jeden Fall sehr wiedererkannt damals. Gut, also viele schlaue Leute, die recherchieren ausführlich, wo sie, keine Ahnung, den günstigsten Fernseher herbekommen und trauen dem Verkäufer im Mediamarkt natürlich nicht über den Weg. Aber bei der Altersvorsorge vertrauen sie auf irgendwelche fremden Leute. Dabei geht es ja um viel, viel mehr Geld. Einfach eine Altersvorsorge abzuschließen, gut ist, das funktioniert nicht. Wenn man sich mit seinen Finanzen wohlfühlen will, dann muss man sich auch einmal damit beschäftigen und sich Wissen darüber aneignen. Das heißt jetzt nicht, dass man Experte daran werden und alles im kleinsten Detail verstehen muss. Das ist in der heutigen Zeit ja eh nicht möglich. Es geht wirklich nur darum, dass ich in der Lage bin, einzuschätzen, ob was gut oder schlecht für mich ist, quasi Pareto optimal. Übernimm also die Verantwortung für deine Geldanlage. Wenn du das selbst nicht machst, dann endet das nicht gut, klar. Aber was ist denn jetzt eine gute Geldanlage und warum muss ich eigentlich selbst ran? Fachleute haben doch mehr Ahnung. Warum solltest du dann keine Rentenversicherung abschließen? Wenn das jemand anders macht, dann bist du unflexibel und abhängig. Insbesondere, weil es nicht in deiner Hand liegt und es sich eben zum Beispiel oft nicht lohnt, Verträge eben wieder zu kündigen. Außerdem verstehst du selten, was mit deinem Geld eigentlich passiert. Das ist ja eigentlich leider uns allen hier schon schmerzlich klar geworden. Und außerdem kostet dich das einen Haufen Geld. Du musst nämlich diese ganzen Versicherungsunternehmen mitbezahlen, also solche hier. Und insbesondere natürlich auch die Leute, die genau wie wir alle viel Geld verdienen wollen. Ja, und das läuft dann über verschiedene Kostenpositionen in Produkten, also zum Beispiel Abschlussprovisionen, Verwaltungsgebühren und so weiter. Was das bedeutet am Beispiel der klassischen Lebens- und Rentenversicherung, schauen wir mal. Allein die Abschlussprovision betrug in den vergangenen Jahren bei einem 30 Jahre laufenden Vertrag mit 100 Euro Monatsbeitrag, ganz kurz am Rande, das ist also recht wenig, durchschnittlich 1.440 Euro, verteilt auf 5 Jahre. Auf Druck des Gesetzgebers mussten die Versicherer die Abschlusskosten bereits senken. Trotzdem können sie immer noch ganz legal 900 Euro Abschlusskosten bilanziell ansetzen. Und dann besteht ja noch die Gefahr, dass sie auf der anderen Seite die laufenden Verwaltungskosten erhöhen. Zu diesen hohen Kosten kommen dann schlechte Renditen. Ja, oder um das mal mit den Worten der Verbraucherzentrale Hamburg zu sagen, private Rentenversicherungen lohnen sich nur für Schildkröten. Die Verbraucherzentrale Hamburg, die hat nämlich jüngst fast 130 Verträge von diversen Anbietern geprüft und kam eben zu diesem grandiosen Schluss. Beim schlechtesten Vertrag, da muss man mindestens 125 Jahre alt werden, um das Geld wieder rauszuhaben, das man eingezahlt hat. Also 125 Jahre und das ohne Berücksichtigung der Inflation. Tja, also bei der Altersvorsorge, da kommt es vor allem auf zwei Dinge an.
gute Renditen und niedrige Kosten. Bei Versicherungen ist aber die Realität leider das Gegenteil. Die Renditen, die sind meist ziemlich schlecht, weil Versicherungen aufgrund ihrer Garantiepflichten ganz wenig Spielraum haben, ihr Geld vernünftig anzulegen. Dagegen laufen aber super hohe Kosten, die nicht nur die Rendite auffressen, sondern auch meistens etwaige Steuervorteile oder staatliche Zulagen, mit denen ja super gerne geworben wird. Und im Ergebnis haben wir Anleger dann eben eine total kleine Rente oder sogar eine negative. Also das bedeutet, dass wir noch nicht mal rausbekommen, was wir eingezahlt haben. Unter Berücksichtigung der Inflation ist das leider keine Seltenheit. Fassen wir mal zusammen. Also so Garantien, die kommen mich ziemlich teuer zu stehen. Was meine ich genau damit? Das Risiko, gegen das ich mich ja mit einer Versicherung absichern möchte, ist am Ende meiner Ansparzeit weniger Geld zu haben, als ich eingezahlt habe. Darum gibt eine Versicherung natürlich Garantien. Ich muss aber erstmal unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, um am Ende vom garantierten Anteil leben zu können. Weil ich kann ja, wenn überhaupt, nur geringe Wertsteigerungen erwarten. Und die gleichen noch nicht mal die Inflation, also den Wertverlust des Geldes über die Zeit aus, wie wir eben gesehen haben. Also muss ich ganz viel sparen, um genug im Alter zu haben. Das ist eine ziemlich teure Angelegenheit für mich so gesehen. Und jetzt wird es noch absurder, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach einem langen Zeitraum vernünftiger eigener Geldanlage weniger habe, als ich eingezahlt habe, die ist total gering. Also ich zahle einen immensen Preis für meine vermeintliche Sicherheit. Und damit gehe ich ein ganz anderes Risiko ein, nämlich das, im Alter nicht genug Geld zu haben. Bevor ich dir jetzt verrate, was wir machen können, mein kleiner Tipp an dich, lad dir unbedingt unseren Altersvorsorgefahrplan hier herunter. Ja, also was können wir tun? Ich lasse jetzt gleich mal die Katze aus dem Sack. Wenn im Alter genug Geld da sein soll, dann, Achtung, jetzt kommt's, führt kein Weg an Aktien vorbei. Ja, was sind Aktien eigentlich nochmal? Das hat bestimmt nicht jeder direkt parat und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich fange mal von vorne an. Also angenommen, hier links, das bin ich und das rechts ist ein Unternehmen. Und dem Unternehmen, dem gebe ich jetzt Geld, dann bekomme ich im Gegenzug dafür eine Aktie. Also dieses Wertpapier, diese Aktie, die steht für den Anteil, den ich am Unternehmen gekauft habe. Ich bin also ganz real an dem Unternehmen beteiligt. Wenn das Unternehmen nun Gewinne macht und diese an die Anteilshaber ausschüttet, dann bekomme ich davon auch was ab, klar. Und natürlich kann ich meinen Anteil auch wieder verkaufen und damit Gewinne machen. Ja, das Gute ist, Aktien sind die Anlageklasse mit den mit Abstand höchsten Renditen, schaut man auf die Daten über die letzten 120 Jahre. Aber sind Aktien nicht riskant? In Deutschland, da herrscht ja auch eher Angst vor Aktien. Und ganz ehrlich, das ist auch sinnvoll, wenn man nur wenige davon besitzt. Also angenommen, ich kaufe Aktien von 3 Unternehmen und gebe allen gleich viel Geld. Und dann geht ein Unternehmen davon pleite, dann ist das wirklich riskant, wenn das meine Altersvorsorge ist. Denn dann verliere ich ja 1/3 meines Geldes. Daraus folgt jetzt aber nicht, dass Aktien an sich eine gefährliche Sache sind, sondern dass ich ganz viele Aktien brauche. Das Gute ist aber, ich muss sie nicht alle einzeln auswählen, das wäre ja wirklich sehr mühsam, sondern kann gleich mehrere auf einmal kaufen. Solche Aktienpakete, die nennen sich Fonds. Da packt jemand einfach ganz viele Aktien in einen Topf sozusagen und diesen Topf, den kann ich kaufen. Ja, von diesen Töpfen gibt es 2 Arten. Es gibt aktive Fonds und passive Fonds. Schauen wir erstmal auf die aktiven. Hier sucht ein sogenannter Fondsmanager die Aktien aus. Und wie macht er das? Naja, anhand von all seinem Wissen über einzelne Unternehmen, über den Kapitalmarkt und Trends und so weiter. Also der überlegt, welche Aktien sich künftig positiv entwickeln werden. Und dabei spielt auch das Timing eine große Rolle. Weil der Fondsmanager, der muss ja quasi dem Markt voraus sein und die richtigen Aktien rauspicken, bevor diese an Wert gewinnen. Das sind aktive Fonds, was sind passive? Ja, auch hier kommen eben Aktien in den Topf. Aber die Auswahl, die erfolgt jetzt nicht von einem Menschen, sondern von einem Computer. Und wie macht er das? Der prognostiziert nicht irgendeine künftige Entwicklung oder sowas, das macht er überhaupt nicht, sondern der bildet einfach einen sogenannten Index nach und packt all die Aktien in einen Topf, die in einem Index enthalten sind. Ja, und so ein Index wiederum, der bildet ganz einfach einen Markt ab. Und das macht er ganz dynamisch. Das heißt, er passt sich also immer an die aktuellen Gegebenheiten an. Du kennst bestimmt den DAX. Der DAX, der beinhaltet die 40 größten Unternehmen Deutschlands. Und ein passiver Fonds auf den DAX, der wird jetzt einfach nur Anteile an diesen 40 Unternehmen kaufen. Mehr macht er gar nicht. Also das ist eigentlich eine ziemlich simple Geschichte. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob wir jetzt aktive oder passive Fonds kaufen sollten. Oder anders ausgedrückt, ob wir einfach passiv den Markt nachkaufen sollten, ja, oder versuchen, eben aktiv besser zu sein als der Markt.
Ja, also den Markt schlagen zu wollen, das ist eine ganz schlechte Idee. Statistisch funktioniert das nämlich nur in den allerseltensten Fällen langfristig. Also um bei unserem Beispiel zu bleiben, in den allerseltensten Fällen ist ein aktiver Fonds, der deutsche Unternehmen auswählt, besser als ein passiver Fonds einfach auf den DAX. Das Ganze wurde in den letzten 50 Jahren von zahlreichen Studien untermauert. Schauen wir mal auf eine der Princeton University. Nach 30 Jahren lagen mehr als 98% der aktiv gemanagten Fonds hinter ihrem Vergleichsindex. Somit haben nur knapp 2% den Markt geschlagen. Klar ist, einen gewinnenden, aktiv gemanagten Fonds zu wählen, das ist wie die Nadel im Heuhaufen zu finden. Es gelingt also kaum wem, langfristig beim aktiven Aussuchen von irgendwie angeblich tollen Aktien besser zu sein als der Vergleichsmarkt. In den letzten 50 Jahren, da sind hunderte Studien dazu durchgeführt worden und zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Der Fall ist wirklich glasklar. Übrigens, falls dich das näher interessiert, kannst du mal auf die Website von Standard & Poor's Dow Jones vorbeischauen. Die veröffentlichen jedes Jahr neue ernüchternde Ergebnisse dazu. Okay, passive Fonds sind zumeist überlegen. So lautet das klare Zwischenfazit. Ja, wie können wir denn jetzt solche passiven Fonds kaufen und wie heißen die? Die bekannteste Form sind sogenannte ETFs. Ja, ETF steht für Exchange Traded Fund, also an der Börse gehandelter Fonds. Und die kann jede Socke erwärmen. Also das ist wirklich super für unsere Altersvorsorge. Und das sehen übrigens auch viele andere so, nicht nur wir, sondern hier mal ein Beispiel. Hinsichtlich einer Altersvorsorge kann es meines Erachtens für eine Grundsicherung nur um ETFs gehen, die weltweit breit streuende Indizes abbilden. Das Zitat ist jetzt hier von jemandem auf der Verbraucherseite und das Ganze sehen auch die Stiftung Warentest und die Verbraucherzentralen so. Und genau das Gleiche rät übrigens auch Warren Buffett. Also jedes Mal, wenn ihn jemand fragt, was das beste Investment sei, das man irgendwie für seine Altersvorsorge tätigen kann, dann sagt er immer, kauf dir einen Indexfonds. Das nur am Rande. Okay, gut, du siehst, man kann ETFs an der Börse kaufen und die sind grandios für den Vermögensaufbau. Aber was ist denn nun mit den Risiken? Kann es nicht zum Beispiel sein, dass ich mein Geld verliere? Von der Börse hört man ja auch viel Schlimmes. So, jetzt werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Risiken, beziehungsweise auf die Risiken bei der Wertentwicklung. Was gibt es denn da so? Das sogenannte Einzelwertrisiko fällt mir als erstes ein und das haben wir uns ja auch schon angeschaut am Anfang. Also, ne, wenn ich mein Geld nur in drei Unternehmen habe und dann eines davon pleite geht, dann habe ich natürlich richtig viel Geld verloren, klar. Das Gute ist, und das weißt du ja schon, dieses Risiko kann man eliminieren, wenn man ganz viele Aktien hat, zum Beispiel eben in passiven Fonds. Also, durch ETFs besitzen wir sehr viele Wertpapiere. Das können mehrere Tausende sein. Und zwar haben wir die weltweit, also wir investieren nicht nur in den DAX, das wäre viel zu klein gedacht, ne, sondern eben global und branchenweit. Wir sind also super breit aufgestellt, sodass für uns einzelne Länder- und Branchenprobleme langfristig total uninteressant sind, weil wir uns eben keinen Klumpenrisiken aussetzen. Leg also sehr breit an. Globale Aktien-ETFs bieten da die Grundlage. Man kann aber auch mehr beimischen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Welches Risiko lässt sich denn nicht wegdiversifizieren? Also was trage ich trotzdem noch, auch wenn ich total breit aufgestellt bin und die ganze Welt in Aktien abbilde? Dabei handelt es sich um das sogenannte Gesamtmarktrisiko. Ja, und hier hilft nur die Zeit. Okay, was bedeutet das jetzt? Schauen wir mal uns wieder das Beispiel vom MSCI World an. Hier sehen wir den Kursverlauf des MSCI World. Das ist ein globaler Aktienindex. Also angenommen, ich wäre zu einem hohen Stand 1999 in den Aktienmarkt eingestiegen und nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2002 hätte ich alles verkauft. Dann hätte ich massive Verluste realisiert. Und Gelegenheiten für sowas gab es in der Historie viele, wie man im folgenden Graphen sieht. Hier siehst du die Jahresrenditen und genauso zwischendurch gab es ordentliche Einbrüche. Das Ganze sieht aber etwas anders aus, wenn man auf Renditen über längere Zeiträume blickt. Und wir wollen ja richtig lange anlegen, denn es handelt sich ja um die Altersvorsorge. Legt man über 15 Jahre an, so war seit Bestehen des MSCI World immer eine positive Rendite zu verzeichnen. Ich fasse das mal klar verständlich zusammen. Wir hätten Gewinne mit unserem ETF gemacht, wenn wir mitten in der Finanzkrise verkauft hätten, solange wir 15 Jahre vorher die Anteile gekauft hätten. Nach 20 Jahren waren die Renditen immer signifikant positiv. Es wird also sozusagen immer besser, je länger man warten kann. Und daraus folgt natürlich die super wichtige Regel, leg über sehr lange Zeiträume an. Übrigens, Produkte von Versicherungen und Banken beinhalten oftmals auch die Risiken, die bei einem breit aufgestellten passiven Portfolio entfallen. Aktive Fonds zum Beispiel, die die Banken ja am allerliebsten verkaufen,
die enthalten oft viel zu wenige Wertpapiere und dann trägt man zum Beispiel wieder Branchenrisiken oder Landesrisiken. Und wenn diese Produkte hingegen super risikoarm sind, also Stichwort Lebensversicherung oder Riester-Rente, dann erinnern wir uns an unser Beispiel am Anfang von dem Crashkurs hier. Im Schnitt haben die Anleger die Einzahlung erst in einem Alter von 95 Jahren wieder raus. Also anders mal formuliert, nach fast 30 Jahren Rente erreicht man da sozusagen die Gewinnzone. Das dauert ja doppelt so lang wie die längste negative Rendite, die es bisher im Aktienmarkt mit Blick auf den MSCI World gab. Das muss man sich mal vorstellen. Man kann das auch ganz plakativ zusammenfassen. Möchten wir langfristig eine ordentliche Rendite, so muss man zwischendurch auch ordentliche Schwankungen aushalten können. Und genau das beschreibt eigentlich das Kernrisiko und das Interessanteste bei dieser Anlagestrategie. Es gibt keine Rendite ohne Risiko, ganz einfach. Aber Risiko bedeutet in diesem Zusammenhang ja insbesondere Schwankungen zu ertragen. Ich persönlich habe ja weniger Angst vor Schwankungen, sondern von einem viel größeren Risiko, was ein sehr großer Teil der Deutschen trägt, weil sie einfach ihr Geld auf dem Girokonto liegen lassen, nämlich der Inflation, die langfristig den Wert des Geldes mindert. Oder anders ausgedrückt, nichts zu tun, das ganze Geld auf dem Tagesgeldkonto rumliegen zu lassen, das ist super gefährlich, weil es dort real an Wert verliert und ich mir somit von meinem Geld später viel weniger kaufen kann als aktuell. Also am besten startest du gestern mit einer vernünftigen Geldanlage. Gut, aber vielleicht fragst du dich jetzt, ob das denn auch so weitergeht. Also schaut man in die Nachrichten, dann bekommt man ja eher den Eindruck, dass die Zukunft nicht so rosig aussieht. Da habe ich Breaking News für dich. Die Zukunft ist ungewiss. Ja, aber ernsthaft, also mit einem realistischen Blick auf die Lage, da gibt es keinen Grund zur Annahme, dass die Wirtschaft dauerhaft zusammenbricht. Zunächst blicken wir ja mittlerweile auf über 120 Jahre Börsengeschichte zurück. Da hatten wir zwei Weltkriege, diverse Staatsbankrotte und Währungsreformen sowie Pandemien. Also richtig, richtig schlimme Ereignisse. Und trotzdem ging es mit der Weltwirtschaft immer wieder bergauf. Und von diesem Trend dürfen wir auch weiterhin ausgehen. Denn die Menschen sind super erfinderisch und lösen immer wieder die Widrigkeiten und Probleme sozusagen, die ihnen vor die Füße fallen oder die sie verursachen. Es gibt noch sehr viel Potenzial für Wachstum und damit meine ich jetzt nicht, Ressourcen einfach nur auszuschöpfen und den Planeten auszubeuten, also quantitativ zu wachsen, sondern eben qualitativ. Schauen wir zum Beispiel mal auf die technologische Entwicklung und die vielen Projekte zur nachhaltigen Gewinnung von Energien und Ressourcen, also eben das qualitative Wachstum. Da gibt es noch so viele Probleme zu lösen und Verbesserungen herbeizuführen. So war das auch schon immer und an dieser Entwicklung können wir eben teilnehmen. Und ganz ehrlich, was ist eigentlich die Alternative? Also im Grunde ein Stück Land mit einer Hütte drauf und einem Gewehr neben der Tür, weil konsequent durchdacht sind das eigentlich die beiden sinnvollen Alternativen. Denn bei einem dauerhaften Zusammenbruch, da bringen Riester-Renten und so weiter oder auch, ich sag mal, Geld ganz im Allgemeinen nicht mehr sonderlich viel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann wirst du unseren Altersvorsorge-Fahrplan lieben. Denn darin gehen wir auch auf die hier im Video genannten Themen im Detail ein. Klick einfach auf den Button hier und dann trag dich ein und wir schicken dir den Fahrplan zu. Der Fahrplan wird dir dabei helfen, einen Haufen Kohle zu sparen. Außerdem wirst du mehr Selbstvertrauen gewinnen, um auch einschätzen zu können, was wirklich richtig für dich ist. Und du wirst einen Plan für deine Altersvorsorge haben, sodass du keine Bauchschmerzen mehr bei dem Thema haben musst. Also, wenn du Altersvorsorge endgültig von deiner To-Do-Liste streichen willst, dann lad dir unseren Fahrplan runter, klick einfach auf den Button und trag dich ein. Check your booty.